Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Die Sims 4 weiter geht's und ich muss kurz was nachschauen. In der No Money Challenge. Im Speicher stand der No Money Challenge. Was kann sein, dass ich mich selber gefistet habe? Nein, habe ich nicht. Sehr gut, I guess, oder? Kurz nochmal nachgucken. Das war ein bisschen, das war viel zu schnell. Also manchmal bin ich OP und merke mir das dann direkt auf einen Blick, aber manchmal brauche ich dann doch ein bisschen. Oder eher gesagt, ich wollte es nachprüfen. Ja, stimmt, perfekt, super. Ich habe keinen Fehler gemacht, was privaten Spielstand angeht, weil ich habe da einen, da habe ich halt jahrelang gearbeitet und dann musste ich den wegen Bug neu machen und wäre halt scheiße, wenn er schon wieder weg ist. Weil klar, er macht mir nicht so viel Freude in letzter Zeit wie jetzt der Spielstand hier, aber wäre trotzdem schade nach all den Jahren und so. Vor allem habe ich da immer noch nicht die Trophies, die ich haben will, weil mir, ob ihr es glaubt oder nicht, trotz jahrelang intensiven Sims 4 Suchten fehlen mir immer noch ein paar Trophäen, so 2, 3 oder so. Ah, super. Okay, ich habe meine Zeit verschwendet. Ist ja ganz toll. Erst halte ich die für eine Oma und dann hat die kein Interesse an mir. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Oh Mann, ich wollte doch nur die Punkte haben. Das ist ja ein toller Start in die Folge. Ja, ich hätte Bock, ja, was anderes zu zocken. Weil, ja, super, für was rede ich dann mit der? Hätte die das nicht vorher sagen können? Ich meine ernsthaft so. Ich habe ja auch kein Interesse an ihr, aber ich will diese Punkte haben. Ich will doch nur Punkte haben. Egal, ich lasse ihn jetzt einfach mit ihr flirten, auch wenn die auch so uninteressant ist für mich. Also klar, Geschmäcker sind verschieden und so, aber ja. Und Äußeres ist Oberflächlichkeit und so und ja. Darum dreht halt, soll es halt sich nicht alles drum drehen. Und er fängt dann zu furzen. Sehr gut. China hat das Respekt an die alte Oma. Wobei eigentlich, wenn sie an mich ablehnt, kann sie auch ruhig in Flammen aufgehen, finde ich. Und zwar, China, du kannst mal hier eigentlich mal. Wobei, nee, das ist dann doch ein bisschen zu übertrieben. Wobei, ich habe einfach nur keinen Bock, dass meiner hier mit der einen nicht flirtet, weil das abgebrochen wird wegen des Feuers. Oder dass das Spiel verbuggt gerade, weil ich will einfach nur kurz das Bestreben hier ändern. Dann habe ich die beiden Bestreben, die ich haben will, was die Romantik angeht, sozusagen. Oder die böse Art von Romantik. Bei beides. Abgeschlossen und kann mich anderen Dingen endlich widmen. Da gibt es noch viel, was ich zu tun habe, tun will. Und nein, ich will kein Gruppengespräch. Kein Gruppengespräch. Lass mich raten, ihr habt auch keinen Bock auf mich, oder? Wobei, das ist, glaube ich, zu früh. Selbst wenn sie Bock auf mich hat. Ja, ich glaube, sie hat auch keinen Bock gehabt. Bist du eine Frau? Ja, bist du. Dann mal gucken, ob du Bock hast, aber wer weiß. Irgendwie. Ja, super. Da habe ich wohl meine Antwort gefunden. Yeah. Geht mir gerade alle auf die Nerven, Leute. Dabei will ich nur das Bestreben endlich fertig kriegen. Auf die habe ich auch eigentlich keinen Bock, aber hoffen mal, dass sie nicht verheiratet ist, was ich nicht weiß. Und dass sie Interesse an mir hat. Ich zwar. Ja, ist ja ganz teuer. Hi, Mele. Ich bin hier mit einem neuen Notennagel vielleicht. Das schreibt die ja mal in den SMS, weil sie immer noch nicht verkraftet hat, dass wir ja nicht mehr zusammen sind. Sag nicht, das klappt jetzt nicht. Das. Charisma ist gestiegen, nice. Dann wird es hoffentlich was mit dem Bezaubern vorstellen, falls mal eine Bock auf meinen Char hat hier von den Leuten, mit denen er noch nichts hat, weil ich brauche nur eine, die mir egal, relativ egal ist. Noch und dann passt das so. Werde ich mit der hoffentlich was am Laufen haben. Und dann bin ich fertig, wisst ihr? So, dann bin ich wirklich fertig, so. So richtig durch damit. Kann ich mich endlich anderen Dingen widmen. Ah, diese Gruppengespräche. Ja. Wer redet hier mit? Wobei, du kannst eigentlich mal mit dem Barkeeper flirten. So. Weil dann redet hier hoffentlich keiner mehr von euch mit und alle sind zufrieden, hoffentlich.
Und mit Adam meine ich me, myself and I natürlich. Oh, so lucky and Und friends. Jenna, weil sie halt zum Haushalt. Oh, aha. Nein. Erst sagt sie ja keinen Bock auf mich und dann redet mich, versaut die mir das hier bei der Wiki aus Sorge oder aus Sage oder aus Ma Arsch oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Das letzte wahrscheinlich eher weniger. Hey, warte mal, das ist die eine, die ich eigentlich dafür als Notstopfen haben wollte. Ja, toll, jetzt redet die die ganze Zeit mit. Kann man die. Ich hätte sie anzünden sollen. Ich hätte sie anzünden sollen. No! Ich hätte sie anzünden sollen. Aber gut, die eine ist auf jeden Fall hin und weg hier, das ist gut. Ey, jetzt hör auf, wehe, das klappt nicht wegen dir. Ganz ehrlich, wenn das wegen ihr nicht klappt, ich mach die kalt. Ich will doch nur hier kurz mit ihr was haben, mit ihr eine Beziehung eingehen, um sie zu verlassen zu können. Und dann hat sich das Ganze hoffentlich. So, Komplimente über Aussehen machen. Sascha, du gehst jetzt nicht auf Klo, du musst. Ah, scheiße, ich sollte ihn auf Klo gehen lassen. Und hier redet irgendeine. Oh Mann, hier redet doch noch irgendwer. Leute, ihr geht mir gerade alle auf die Nerven. Und wenn du nicht bald aufhörst, hier mitzulabern, dann wirst du draufgehen. Ich schwör's dir. So, aber erstmal wirst du verwandelt, das reicht vielleicht schon. Jetzt hör mal auf, hier mitzulabern. Erst keinen Bock auf mich haben und dann mich zu sabotieren, ey. Die kannst du eigentlich umbringen direkt, so. Nein, du sollst nicht auf Magie reagieren. Vor allem kennst du das bereits, Mann. Wie oft, Junge, hast du das gesehen? Sie ist deine Mitbewohnerin und das nicht erst seit heute. Nein! Nein! Ich wusste, diese Scheißbedürfnis und diese blöde. Kuh, was ist das für eine, Mann? Erst sagt sie, nee, ich hab keinen Bock, ich will nur Freundschaft und dann ruiniert sie mich oder was? Kann man die bitte anzünden, ganz ehrlich, ey? Ja, toll, Jenna muss auch aufs Klo. Das ist doch alles Scheiße hier. Also, Sulani, kann man anzünden eigentlich. Gerade erst mal in Sulani, krass, das erste Mal wiedergekommen seit Jahren. Ja, alles in Schutt und Asche brennen hier. Also, wenn die das nochmal macht, dann werde ich die echt anzünden, weil sowas geht nicht. Die kann nicht so eine Scheiße bringen, ganz ehrlich. Was soll denn das? Schnauze mit eurer Geekon, die interessiert doch keinen. Ganz ehrlich. So. Sascha, mach mal hin, es müssen auch noch andere aufs Klo. Das denken sie in Real Life wahrscheinlich auch. Manchmal. Aber gut, manchmal so, ne? Da muss was raus, ne? Und je nachdem, so, dauert das dann schon mal ein bisschen länger, ne? So, kann man hier. Na toll, ich bin auch noch müde, ey. Das Gute ist, ich werde bald die Bedürfnisse los und krieg dafür andere. Hier, mach mal Schüssel Oliven und dann ruf die mal an. Ich will das durchböllern, Junge. Verstehst du mich? Durchböllern. Ruf die Osorge an, Mann. Oder schick die nach Hause. Und wenn ich schlafe, hält Jenna die einfach auf oder so. Oliven hat ich auch vor kurzem Real Life gegessen, die sind nicht verkehrt. Oh ne, sag nicht, ich werd ohnmächtig. Scheiße. Egal, erst erstmal die Oliven. Weil einmal, also in all den Jahren hatte ich halt einmal gehabt, dass das mit dem Vampir werden, was wir ja vor 2 Folgen in Gang gesetzt haben, durch Lilith, ist da halt, kann halt sein, dass es. Nein, was mache ich? Nein, 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 das ist dämlich. Wir werden nicht Jenna nach Hause schicken. Vor allem, was gehst du nach draußen? Du wirst ein Vampir, du dummer HS, Mann. Nein, Faber, du darfst die Fresse halten. Lily Feng, ich habe gehört, dass du dich mit Tina angefreundet hast. Ja, er ist auch ein dummer Trottel. Und, ach so, da ist eine Bank. Die war ich gerade für Jenna am Suchen eigentlich, aber okay, Trottel, geh halt dahin. Mach halt Nickerchen. Jenna wird schon wieder. Janet. Nein! Kann die mal aufhören? Wir haben die gerade erst ausziehen lassen vor keine Ahnung. Endlich ist es passiert. Tina Tinker ist so dermaßen verliebt in Sascha Will, dass sie ihm einen Heiratsantrag macht. Okay, noch eine, ja, von mir aus. Kannst du mich schlafen lassen? Ist ja schon gut, Tina, aber du störst mich gerade. Ich will hier schlafen kurz. Wobei eigentlich scheiß drauf, ihr sollt nach Hause gehen. Geh mal nach Hause, du zuerst und dann geht sie nach Hause, du Trottel. Ja, schön, interessiert doch keinen, dass sie sich verlobt haben. Ja, darf ich da mal nach Hause gehen? Ist ja ein schöner Moment und so, aber ich will nach Hause. Ich muss nach Hause, ich will. Nach Hause. Ich will nach Hause. Ja, toll, lass mich raten. Er stirbt jetzt durch die Sonne, nur weil die blöde Kuh mich aufhält. Geh! Renn weg von ihr! Ignoriere sie! Ist nicht wichtig, du bist wichtig.
Ah, gut, er geht. Scheiße, jetzt muss ich Jenna zurückholen. Muss ich sie eigentlich kurz auf die Bank schicken, leider. Und hoffen, dass bis dahin sie nicht drauf geht. Ich weiß auch nicht, was mit dieser Vicky aus Sorge ist, ob die eingeladen worden ist, ob die vorbeikommen wollte, ist mir aber auch egal. Okay, Sascha ist zu Hause, gut. Nicht, dass er durch Verbrennung stirbt. Aber einmal wurde tatsächlich die Verwandlung in Vampir durch Essen von unterbrochen, also das war irgendwie buggy. Weil ich wollte, also meiner war halt erst Magier, dann wollte ich, habe ich ihn halt zu einem Mensch gemacht, ne? Um ihn halt als Vampir rumlaufen zu lassen, was halt eigentlich mein Plan war, eigentlich mein Ding ist und so. Aber das Problem war, dauerhaft war halt, wenn die Verwandlung kommt, so hungrig, dass das die Verwandlung irgendwie durch einen Bug irgendwie außer Kraft gesetzt hat. Und dann habe ich halt das Essen weggemacht. So. Und dann ging es auf einmal. So, ich hatte ja auch nur einmal in all den Jahren gehabt. Also, das ist manchmal richtig skandalös hier. Ah gut, bald wird es soweit sein. Dank Lilith und dank Caleb, dem Trottel. Na, diese Vicky Osorge müsste ich dann auch leider anrufen. Also leider, weil, naja, meiner muss sich erstmal 1000 Jahre ausruhen gefühlt. Jenna muss sich auch leider ausruhen und naja, eigentlich wollte ich auch ein bisschen Zeit mit Octavia verbringen, tatsächlich. Und halt mit den Kiddos natürlich auch, die, glaube ich, alle von mir sind. Scheiße. Was hab ich getan? Ich bin Trottel manchmal. Scheiße. Ich meine, ich werde die einen Scheißer los und dann. Ich weiß gar nicht, war das mit Octavia und mit der Tochter von Jesminda geplant? Also mit der Tochter von Jesminda und Arun, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ah. So ein Scheiß geht natürlich nicht. Wenn sie von mir und Jasminda wäre, meine ich. So. Wobei es echt cool ist, was Jasminda und Arun da für eine Genetik hatten bei ihr. So. Weil sieht schon nicht verkehrt aus, die Tochter von Jasminda, aber das Ding zwischen mir und ihr, das ist durch, denke ich. Weil sie hasst mich ja auch und so. Naja. Aber ich weiß nicht, ob sie mich komplett hasst oder nur auf Romantikbasis. Oder komplett so wie Mele. Naja. So sind sie halt, die Frauen, ne? Oh shit, das werden die Feministen auch nicht mögen. Und Tina ist uns gefolgt? Was ist sie denn für eine Stalkerin? Ich meine, klar, sie ist meine Verlobte, aber irgendwie auch, ja, egal, wie auch immer. Ist mir ja egal. Junge, du sollst nicht chatten, du Dummkopf. Geh jetzt. Ach nee, du musst. Ach egal, ruf die Osorge dann halt später an, wenn du hoffentlich fit bist. Du gehst hier mitschlafen. Du, geht's dir eigentlich gut? Ja, dir geht's super. Ja, dann machst du das eben kurz mit dem Füttern. Du kannst dann, ja, keine Ahnung, was du machen kannst. Musst du arbeiten oder so ein Kram? Oder hast du frei? Nee, das ist 3 Tage frei. Ja, gut, dann kann ich eigentlich bei dir ein bisschen für deine Beförderung gucken, ne? Charisma-Fähigkeit, hast du es schon. Außer halt, wollen noch einen Bonus haben, aber erstmal kümmern wir uns dann um. Haben wir hier Spiegel? Ich habe die Spiegel nicht ins Badezimmer getragen. Oder konnten wir uns keine Spiegel mehr leisten? Oder ich hielt es für nicht so wichtig, aber es ist halt eigentlich nicht so verkehrt. Also, ich hole uns ein paar Spiegel. Habe ich wohl, warum auch immer, nicht gemacht. Vielleicht, weil ich halt dachte, yo, wir haben schon so viel Geld ausgegeben, jetzt für Spiegel, ich weiß nicht und so. Oder wir hatten es halt wirklich nicht mehr gehabt. Keine Ahnung mehr. Warum auch immer, Spiegel kommen jetzt hin. So, oder ich dachte mir, jo, das kannst du auch so leveln. Ist theoretisch auch eine Option, das ohne zu leveln, aber warum mit Menschen regeln, wenn man mit seinem Spiegelbild reden kann? Ganz ehrlich, so. Wen interessieren andere Menschen? Mich nicht. Und mein Char und die Mitbewohner anscheinend auch nicht. So. Oh, der hat was in der Dings oberen rechten Ecke, den holen wir. Jawohl, perfekt, der hat einen schönen Kratzer da. Sehr gut, fühle ich mich direkt irgendwie wohler in meinem Zuhause. Und das Symbol passt auch gut zu einem einsamen Wolf wie mir, passt doch.
So, machen wir hier noch einen hin, sodass hier schön viele Leute im Eingangsbereich, warum auch immer, nicht woanders, ja, Charisma üben können. Aber gut, das ist auch gut, weil falls die Leute länger ein Bad brauchen, kann man trotzdem sein Charisma gut üben, weil ja, Leute, die lange ein Bad brauchen, kommt schon mal vor, ne? Aber manchmal, da willst du dein Charisma im Spiegel üben. So. Also zumindest in Sims, in Real Life, keine Ahnung, ob man das so macht. Oder auch Schauspielen üben. Aber vielleicht hilft das ja auch in Real Life, wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Und ihr geht's auch super, ja, das ist doch toll. Und bei dir hast du einen Job oder so? Nee, ne? Nee. Ah, gut, brauchst du ja auch nicht. Deswegen kannst du eigentlich mal hier dich um die Kiddies kümmern hier. Wem geht's scheiße? Manuel Moon. Okay, wer bist du? Du bist Ralf Bieder. Du bist ihr Kind und du bist nicht ihr Kind, aber ich habe der Octavia eine andere Aufgabe gegeben. Deswegen musst du das kurz herhalten. So, nee, nee, musst du nicht als Pflegekind adoptieren, aber unter Mitbewohnern kann man das ja mal machen, finde ich. So, wenn es halt nicht anders geht. Zumindest, ja. Wobei, ich habe ja auch die Erlaubnis gegeben, weil ich schlafen will, deswegen passt das, denke ich mal. Wobei, irgendwie schon krass, dass sie und ich beide hier am PC sitzen, die VIP-Eimer. Und auch noch da, interessant. Haben wir nicht auch irgendwie Haushaltshilfe und so ein Kram? Bella! Na, shit, dass ich mich ausruhen muss. Hier ist einfach Bella in der Gegend. Hier ist die Tinker in der Gegend. Oh Mann. Die Tina ist in der Gegend. Oh Mann. Maria hat Level 12 Erziehungslevel erreicht. Kann jetzt Kinder beeinflussen, ihre Hausaufgaben zu machen und ihnen streng untersagen, schlechtes Verhalten an den Tag zu legen. Sie kann zudem in Schulsituationen weitere Optionen wählen. Ja, das ist doch klasse. Wird demnächst nicht der Fall sein. Und Tina, ich muss dich leider draußen vor der Tür stehen lassen, weil ich. Also ich persönlich, also. Und mein Char auch, also. Ja. Aber es kommt ja auch einfach her, so. Ich bin im Eimer. Und Octavia, du hast dich gut um die Pflanze gekümmert. Also kannst du sie bitte nochmal füttern, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann ein bisschen streicheln und ein bisschen spielen. Die geht's ja super. Und dann kannst du eigentlich ein bisschen hier. Was brauchst du eigentlich für deinen Job? Ach, du brauchst Schreibfähigkeit und Logik. Haben wir ein Schachspiel? Haben wir auch nicht. Was hab ich denn gemacht? Finde ich scheiße, ganz ehrlich. Muss doch dafür sorgen, dass die befördert werden, die Haushaltsmitglieder hier. Sind so krass am Arbeiten und ich stehe denen im Weg. Das ist nicht so cool hier. Das wird man nicht oft von mir hören, dass ich Leuten im Weg stehe. Oder dass mich kümmert. Aber gerade da könnte das ja für uns alle von Vorteil sein. Vor allem hätte ich das gerne, dass die fleißigen Bienen hier weiterhin fleißig sind. So, das wäre schon cool. Ne? Wobei, eigentlich kann man das eben kurz anders machen. So, das hier kann man mal wegmachen. Man muss nicht mit der komischen Pflanze spielen. Die weiß auch so, dass wir sie zu schätzen wissen, hoffe ich. Zumindest hoffe ich auch, dass die Pflanze nicht drauf geht. Was mir jetzt mal Angst einjagt. Weil die Pflanze ist natürlich. Ah, den haben wir von Megumi und Co. gestohlen gehabt. Schade, dass das mit ihr nicht mehr möglich ist zurzeit. Aber mal schauen. Bald wird das der Fall. Wird sie schlafen gehen? Was für Bedürfnisse sind niedrig? Das ist ja uralt. Nee, nee, nee. Die geht jetzt nicht schlafen. Nee, 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 nee. Oh, da sind Windeln. Die könnte ich mitnehmen zum Angeln. So, aber erstmal wird hier geschrieben ordentlich an den Büchern. Und dann kann sie eigentlich. Ah, stimmt, ich habe das vergessen zu holen. Irgendwie bin ich aber auch ein bisschen neben der Spur. Aber gut, wenn man ein paar. Ja. Wenn man halt, je nachdem, wie lange man wach ist, ununterbrochen, kann das schon mal sein, dass man vergesslich wird. So. Aber gut, kommt halt auch drauf an, ne? Was sonst noch bei einem abgeht und so, wie lange man wach ist, ist halt schon so eine Sache, ne? So. 450, warum habe ich jetzt nicht platziert? Hatten wir kein Geld mehr? Also gar keins? Oder dachte ich mir, oh fuck off und so? Keine Ahnung, was ich mir dachte. Naja. Ist ja auch egal, was ich dachte. Wichtig ist, was ich denke. Und ich denke, wir brauchen noch hier. Wobei ich glaube, ich bin falsch gegangen und brauche vom Büro die Dinger. Deswegen gehen wir kurz in das Büro rein und holen uns die Schreibtischstühle. Ja, schade nur, dass wir nicht mehr Geld haben, sonst würde ich das hier noch ein bisschen besser einrichten. Aber naja, so geht's halt auch für den Anfang. Ist ja halt ein erweiterter Anfangsbase, kann man sagen. Und wir holen uns natürlich den bequemsten Stuhl, weil der kostet nur 950k, auch wenn ich gerade, warum auch immer, runtergescrollt wurde, wo ich das nicht so gemacht habe, aber naja.
Spiel war anderer Ansicht. Und zwar, der sieht nicht nur königlich aus, der ist auch königlich. Ich meine, 10 Komfort und der kostet nur 750, also ich dachte 950, glaube ich, habe ich, meine ich, auch erwähnt, aber ist ja noch billiger als ich dachte. Also selbst 950 wäre ein Schnäppchen für den Komfort und so. 1,4 und dafür haben wir zwei bequeme Stühle und können Schach spielen. Wobei, vielleicht sollte ich das auch irgendwie anders machen, weil da gehen sie auch zum Badezimmer hin. Deswegen vielleicht irgendwie zur Wettermaschine. Dass die Leute da sterben und die anderen Leute spielen dann Schach währenddessen. Und tun so als, also, und tun so, als wenn sie sich voll und ganz auf das Schachspiel konzentrieren. Ja, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert das ja hier. Beides so. Oder ich erweitere es um eine Zelle, das sollte ja kein Problem sein. Oder? Nee, sollte eigentlich fit gehen. Wobei, das hier könnte ich auch irgendwie erweitern. Mal schauen, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber erstmal wäre ja eh kaum Geld, deswegen mache ich hier noch. Haben wir das Dach? Haben wir hier ein Dach? Ich habe kein Dach gegeben. Was bin ich denn für ein Bau, für ein Bob, ey? Aber kein guter Bob, der Baumeister hier. Vielleicht hätte ich ihn mal anrufen sollen mit seinem Yo, wir schaffen das. Aber ob die auch so ein Haus schaffen, was scheiße aussieht? Na cool, dass das Dach auch umsonst ist so. Also in Real Life, glaube ich, sieht das ein bisschen anders aus, aber gut, wir sind hier zum Glück nicht in Real Life, sonst hätte ich schon direkt gequittet nach dem er also vor dem ersten Part, also. Nein, Spaß, aber. Dann wäre es nicht so lustig und cool und entertaining. Naja. Ach so, eigentlich wollte ich auch vor Part schon was angesprochen haben. Und zwar, ich hoffe, es kommt nicht irgendwie scheiße rüber, also falsch rüber, da sich halt viele ältere Parts in Sims 4 nicht benannt habe. Das lag halt einfach daran, ich hatte viel zu viel vorproduziert und ja, Probleme mit meinem Speicher gehabt. Und deswegen hatte ich halt, faul wie ich bin, keinen Titel eingegeben, sondern einfach nur die Parts, also die Nummern des Parts. Und ja, das ist halt einfach der Grund. Und ich kam noch nicht dazu, das zu behoben, aber sollte ich machen, mal machen. Hallo, jetzt Minder, ich glaube, ich habe mich in Judith Ward verknallt. Meinst du, ich soll einen Versuch starten? Die ist ein Weltstar-Kollege, aber yo, gönn dir. Level 2 der Gartenfähigkeit. Ja, so, also kann halt sein, dass es falsch rüberkommt, aber so war es halt nie gemeint. Ich liebe Sims 4 und ja, also ja, ich bin das aktiv am Suchten, wenn ich halt nicht mich, also nicht, also seit 2017 halt größtenteils das Game am ja, auseinandernehmen wie nichts, ne? Und ja, kaum, also eine Zeit lang gab es für mich auch nur dieses Spiel. So, selbst wenn ich Langeweile hatte, bin ich an den Sims reingegangen. So, wenn ich irgendwas zocken wollte, aber alles mir keinen Spaß gemacht hatte, weil ja, hier gibt es immer was zu erleben eigentlich. So sieht man ja auch im Laufe des Let's Plays, aber ich habe halt schon wahnsinnig viel erlebt, deswegen auf Dauer halt, ja, kann es halt schon mal die Lust vergehen und oder es kommen neue Dinge wie EFC oder Hitman 3 habe ich mir vor kurzem ja auch zugelegt gehabt. Also ist auch noch nicht so ewig lange her und so. Und deswegen so, vor allem muss ich in welchen Hitman 3 ja auch die K-Everyone-Changes weiterführen und so. Und das dauert halt all seine Zeit, wisst ihr. Deswegen, ja, kommt halt vielleicht falsch rüber, dass ich halt in, und halt auch privater Stress und so, dass ich halt Sims 4 nicht so die Anerkennung und Aufmerksamkeit schenke, die es verdient, in meinen Augen auch. Aber so war es halt nie gemeint. Ich liebe dieses Projekt, ich liebe dieses Spiel und ja. Scheiße, dass halt falsch rüberkommt, aber ich kann es halt aktuell leider auch nicht beheben. Aber wenn ich beheben kann, dann werde ich mich daran setzen, wenn ich es hoffentlich nicht wieder vergesse. Eigentlich so wollte ich das schon längst behoben, aber ich kam halt einfach nicht dazu. Und wenn, dann habe ich es halt vergessen, leider. Ja, sorry. Auf jeden Fall, Octavia hat Level 2 der Gartenfähigkeit erreicht. Octavia kann am Computer Gartenarbeit und einzelne Pflanzen recherchieren. Pflanzen recherchieren, um Informationen im Notizbuch freizuhalten und Pflanzen in einem nahegelegenen Bereich gießen. Das ist doch schön, aber sie soll auch sich um andere Dinge kümmern. Ich hoffe, das macht sie jetzt. Octavia, wo bist du? Was machst du? Also, du bist am Duschen, perfekt. Gut, aber du machst das. Nö. Die behält ihre Merkmale. Genauso wie jeder halt, den wir halt schon im Haushalt begrüßt haben. Weil wir kennen diese Leute mit ihren Ecken und ihren Kanten, das soll auch so bleiben. Wieso hast du Unwohldings? Hä? Ach so. Ja, na klar, Nancy läuft draußen rum, aber die ist eh nicht so mein Fang. Ja.
Das könnt ihr durchlesen. Ich glaube, ich bin aktuell nicht der beste Leser, deswegen lasse ich das mal heute. Ist irgendwie nicht mein Lesen. Lesen nicht meins, deswegen, ja. Hier kurzer. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal im Laufe des Let's Plays vorgelesen. Der Challenges, Let's Plays, whatever. Wie auch immer wir das nennen, wer. Wie auch immer ich das nenne. keine Ahnung. Verletzung. Ja, sehr schöner Titel. Ja. Brauchst du eigentlich dann noch Mixen? Ne, das Bonus, ne? Ihr seht ja die beiden Arbeitsbienen hier. Und der Rest muss hier ausruhen, bis auf sie hier. Du kannst. Achso, du willst auch aufräumen. Ja, perfekt. Dann mach das mal und danach kannst du dann eigentlich dich um sie kümmern. Weil nicht, dass sie wieder kurz vorm Verhungern ist. Also, ich weiß nicht, ob das so ist oder ob das nur das erste Stufe war. Weil einmal kann sie ja den Kuchen raushängen lassen, da passiert nichts, aber beim zweiten Mal, da killt sie und beim nächsten Mal ist sie dann tot oder irgendwie so eine Scheiße. Keine Ahnung genau, wie genau das mit ihr funktioniert. Weil vor dem Let's Play hatte ich die Pflanze tatsächlich noch nie. Oder. Ah, nee, hatte ich schon mal bei einem anderen Let's Play. Stimmt, bei einem anderen, bei der eigentlichen Normani Challenge, die halt ein bisschen anders war, aber ich habe dann die Parts leider versehentlich alle gelöscht. Oder sie gefiel mir nicht mehr, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren sie dann auf jeden Fall mal weg und da hatte ich eine und vorher hatte ich die halt nie, deswegen kenne ich mich noch nicht so gut mit denen aus. Jasminda kann anderen Sims jetzt den Tag verschönern. Level 2 der Charisma-Fähigkeit, ja, sehr schön. Mach weiter so, Fleißbiene. Ihr fleißigen Bienchen, ey. Ihr seid echt gut unterwegs hier. Wobei, du kannst mal kurz aufhören damit und kurz Getränk mixen hier. Und zwar Getränk zubereiten. Ja, machst du mal 4 Stück, weil dann haben wir das auch erledigt. Weil eins gibt ja 25% und mal 4 ist natürlich 100%. Also so weit habe ich Mathe aufgepasst. Ja, kann vorbeikommen, auch wenn ich am Schlafen bin. Ah gut, er hat ja eh seine Mom angerufen. Die würde sagen, ja, komm vorbei. Also vielleicht wird sie das sagen. Und vielleicht ein bisschen anders, wer weiß, was jetzt Minna sagen würde, aber cool. So arbeitet sie auch an ihrem Bestreben und das ist ja auch nicht so verkehrt. Weil können ja auch ruhig ein bisschen leveln, solange sie hier sind und vielleicht bleiben sie auch hier, wer weiß, ne? Weil jetzt Minna, die haben wir ja auch irgendwann dazu geholt, genauso wie Octavia und die sind schon gefühlt Ewigkeiten hier. Genau natürlich auch so wie Jasmindas Tochter, ne? Und Jenna, naja, das war ja schon klar, oder? Wobei, warte mal, du beschwerst dich darüber, dann kann das doch mal deine. Ah, ne, nicht deine Tochter, aber sie kann das dann eigentlich übernehmen, weil sie hat ja nichts zu tun. Nee, sie mag schreiben. Vor allem, warum fehlt dir das auf, nachdem sie ja schon seit Ewigkeiten Autorin als Beruf hat? Kyle Kylsen, was ist das für ein Name? Kyle Kylsen. Und ich habe vor, zusammen Zeit zu verbringen. Ja, von mir aus, warum fragst du uns? So, das hör auf, uns zu fragen, Kollege. Was ist jetzt los? Ach so, ich verwandle mich im Vampir. Stimmt ja, das habe ich gerade vollkommen verpeilt. Sorry, Leute. Wie sehe ich aus? Okay. Warum sehe ich mich als Mensch? Egal, wahrscheinlich habe ich es vergeigt. Sorry. Aber egal. Episch ist es hoffentlich trotzdem. Ja, wenn nicht, werden wir noch Episches raushauen daraus. Und ich, ja, was für, ich habe Hunger. Ich habe keinen Hunger mehr, Spiel. Oh shit, es hat nicht geklappt. Die Verwandlung hat fehlgeschlagen. Es war schon wieder buggy wegen dem scheiß Hunger. Ey, nee, ey. Das ist das zweite Mal, ihr dreckigen Entwickler, ihr dreckigen HS, Mann. Das ist das zweite Mal. Das scheint ein neuer scheiß Bug zu sein. Ey, das fuckt mich ja richtig ab. Was soll denn die Scheiße? Und Bella, komm mal zum Übernachten. Ja, super. Lilly zum Übernachten einladen? Ja, wobei, die könnte im Weg stehen. Bei meinem Vorhaben. Ja, ich mach das mal so, wie ich es geplant habe. Erstmal mit der einen. Ich brauche die Punkte leider. Sonst verwandle ich mich nicht. Ist ja richtig scheiße, weil die Verwandlung wird jetzt auch weg sein. Weil ich stand ja auch, verwandle mich im Vampir, aber wegen dem scheiß Hunger ist das weg einfach. Danke, Entwickler. Ihr baut ja noch nicht genug Scheiße. Schnauze, Viktor. Du gehst mir auch auf die Nerven, du kleiner HS, Mann. Gehst mir richtig auf die Nerven, Mann. So, nimm hier mal das Essen, Mann. Ich muss das wegballern. Ich brauche Punkte ohne Ende, leider. Kann man das Kind eigentlich töten? Das Kind auf dem Geschrei auf die Nerven. Nein,
So, du kannst das mal bitte ruhig stellen. Nicht töten, nur ruhig stellen, bitte. Nicht falsch verstehen. Also zufriedenstellen kann man eigentlich ausfragen. Mach das mal hier. Meiner bitte. Kurz was frisst. Nein, nicht jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich habe andere Dinge zu tun. Wichtige Dinge. Ich geh aus. Ach, den Eintümer haben wir noch nicht mal reingelassen. Sehr gut. Hat er davon. Ach so, shit. Das wollte ich anders auswählen. Aber ist egal. Ersten Kuss erleben, Sascha. Ach so. Das kannst du gleich noch machen. Erstmal Kuss erleben hier. Genau, stell irgendwo hin, Trottel. Irgendwo hinstellen. Du und dein Telefon. Ja, Schnauze jetzt. Nein. Wobei, ich könnte durch einen Zaubertrank das. Alter, wie viel haben die eingebaut mit diesen scheiß Tutorials? Vor allem, ihr seid zu spät, Entwickler. Ihr seid Jahre zu spät, Junge. Geh nach Hause, es reicht. Kaum ist er da, geht er mir schon auf die Nerven, ey. Und er wundert sich, dass niemand den um sich rum haben will. Junge, geh. Du funkst mir hier nicht dazwischen. Geh nach Hause. Ey, Victor! Willst du mich verarschen? Boah, Junge, ich hab den bald getötet. Der geht mir nur noch auf die Nerven mit seiner Anwesenheit. Junge, hör auf damit. Wenn ich bald deine Scheiße sein lässt, Junge, ich töte dich, Mann. Hör auf aufzutauchen. Niemand hat dich eingeladen, niemand will dich hier haben. Benommen. Kreativ Nebel. Okay. Das hört sich nicht so geil an. Nein, da wird sich schon drum gekümmert, um das schreiende Baby. Hoffentlich. Aber es sieht so aus. Von meinem Augenwinkel und eurem Augenwinkel. Und ja. Wieso geht's hier sonst scheiße? Also, okay. Ja, dann gönn dir halt auch Brathähnchen oder was wir sonst noch so haben, was nicht abgelaufen ist. Und dann kannst du den Rest eigentlich auch mal wegschmeißen, weil die geht's ja anscheinend richtig gut. Deswegen soll es ja eigentlich kein Problem sein. Ja. Könnt ihr euch mal verpissen jetzt? Ganz ehrlich, ihr Boys. Niemand hat Bock auf dich, Victor. Verzieh dich, bevor ich töte, Junge. Seine letzte Verwarnung, Kollege. Geh mir nicht mehr auf die Nerven, Kollege. Ganz ehrlich, was denkt der Typ, wer der ist? Mir auf dauerhaft hier vorbeizukommen und anzurufen. Nein, Sascha, hör auf. Ist okay, dass da ein Baby schreit. Dreh nicht am Rad, Junge. Oh nein, da schreit ein Baby. Wir müssen alles stehen und liegen lassen oder was? Nein, ich muss mich um die Punkte kümmern, damit ich zum Vampir werde. Ich scheiß auf das Kind. Ich kann mir ja jederzeit Neues machen. nur zur Information, in Real Life würde ich das anders betrachten. Aber das ist nur ein Spiel, deswegen nicht mir auf die Nerven gehen, deswegen bitte, danke. Und außerdem hat das Kind ja auch Mutter und deswegen kann meiner sich kurze Pause gönnen. Meiner kümmert sich ja auch oft genug um Kinder, aber erstmal muss er sich auch um sein Vampirsein kümmern. Und deswegen muss ich mich ja um die Vicky Osorge kümmern, oder ich denke mal Osorge wahrscheinlich. Sascha, lass doch den Teller stehen, du Dummkopf. Interessiert doch keinen. Meine Fresse. Nee, er muss natürlich da noch weiter wegrennen, ey. Manchmal kann ich ihn durch die Gegend klatschen, bis er grün und blau ist, ey. Oh nee, jetzt kommt der nächste Sohn oder was? Ich hätte die nicht in die. Deswegen setzt man wohl keine Kinder in die Welt anscheinend. Kann dich irgendwann haunten. So, wer kann den denn nach Hause schicken von euch? Weil du nicht, du musst gleich schlafen gehen. Ja, super. Kann den irgendwen anzünden? Kann man den anzünden? Ich meine, wenn ihr vorbeikommt, also eigentlich sollen sie dann aufhören damit so. Ich meine, wir sind froh, die losgeworden zu sein und so eine Scheiße, aber ja, komm, da, quälen uns dann mit ihrer Existenz, also. Das ist echt uncool. Ah, jetzt Münder muss essen, dann wahrscheinlich auch ins Bett, genauso wie Octavia, schätze ich mal, oder? So wird das doch, darauf wird das doch hinauslaufen, oder? Octavia, muss ich schon schlafen? Muss du bald schlafen? Ja. Ja, genau. Nicht ganz so in der Reihenfolge, wie ich gedacht habe, aber trotzdem, jopp. Wo hab ich hingeschickt, oh? Ich weiß gar nicht. Wobei eigentlich das hier rein, dann das Duo in das zweite rein. So, wobei hätte ich auch andersrum machen können eigentlich. Egal, dann das Duo in das dritte rein, weil du bestimmt auch bald schlafen musst. Und du bist ja eh eigentlich fertig mit allem, was du machen sollst. Du brauchst Essen. Haben wir danach noch Essen? Wobei, eigentlich kannst du neues herzaubern, weil das ist ja eh deine Aufgabe. Wobei, du auch ein bisschen mehr zaubern kannst, theoretisch. Weil kurz hier helfen
Und dann kannst du dich an Tränke, an PC setzen für Spaß und dann an Tränke setzen wegen Bedürfnisbefriedigungsscheiße. Weil das könnte das auch außer Kraft setzen, dass ich halt mich verwandle, aber ja. Das zu schaffen, das wird, denke ich mal, ein bisschen dauern und deswegen sage ich mal Tschüss und bis.